Ich habe es, wie gesagt, vormittags frühzeitig dem Präsidenten informiert, weil er natürlich als Präsident und Vorsitzender, wenn man das so sagen kann, auch der Delegation oder Delegationsleiter der richtige Ansprechpartner ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt als konkrete Kritik gemeint war. Natürlich macht er sich auch Gedanken darüber. Er ist verantwortlich für den DFB vorneweg als Präsident und möchte natürlich auch immer, dass alle Entscheidungen oder Dinge, die wir besprechen, natürlich zu positiven Nachrichten führen. Aber ich habe das jetzt nicht direkt als Kritik an den Personen gesehen, sondern eher als eine Reflexion über mögliche Alternativen.